Und jetzt begrüßen Sie mit mir den geistigen Vater dieses Bildes, Ernst Ulrich von Weizsäcker, globaler Vordenker, kreativer Wissenschaftler, brückenbauender Politiker und heute auch Geburtstagskind. Ja, vielen Dank, liebe Maria, liebe Freunde von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, vom Wuppertal-Institut, von der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, meine verehrten Freunde und Anwesenden, insbesondere auch junge Leute. Es ist sehr schön, dass ihr da eine Reihe von jungen Leuten eingeladen habt. Also ich soll noch ein bisschen reden über Wir sind dran. Also das ist sozusagen die drei Kapitel. Wir sind dran, Parteienlandschaft, was also tun? Das ist also der neue Buchtitel. Das kann man als einen großen Bericht bezeichnen. Das kam übrigens auch vom Verlag, nicht von mir natürlich. Und in der Tat haben wir die Grenzen des Wachstums als Vorlauf. Das war der erste ganz große Bericht. Und der zweite war an sich auch sehr bedeutend. Der Spiegel hat eine extra Ausgabe daraus gemacht, aber heute redet niemand mehr davon, weil das, was man damals als Vision gemacht hat, eigentlich ein Fehlgriff war. Es ist völlig anders gekommen, als man damals gesagt hat. Ja, und jetzt also der neue. Da geht es um die Nichtnachhaltigkeit der vollen Welt. Nachhaltig war die leere Welt. So einfach. Das war Herman Daly, lange Zeit Mitglied im Club of Rome, jetzt Ehrenmitglied und lange Zeit der Chefökonom der Weltbank. Also nicht direkt ein Utopist, aber er sagt, diesen Unterschied muss man machen. Aus der leeren Welt stammen unsere Fruchtbarkeit, die Kulturen der Welt, die Raubbauökonomie, aber die Welt war eben wunderschön groß. Da konnte man sich all den Wahnsinn leisten. Und als Beispiel nennt Herman Daly, wenn du in der leeren Welt und möchtest ein bisschen mehr Fische haben, was musst du dann machen? Naja, also mehr Fischer, mehr Angeln, mehr Netze, dann hast du mehr Fische. So einfach ist das. Aber in der vollen Welt musst du dich vollkommen anders verhalten. Das Allerwichtigste sind Fischfangverbotszonen. Motiv hast du es ja gerade erzählt. Wenn man das nicht macht, habt ihr weniger Fische und nicht mehr. Aber die Ökonomie hat diesen Übergang von der leeren Welt zur vollen Welt eigentlich noch gar nicht intellektuell vollzogen. Ja, die volle Welt, das nennen wir jetzt das Anthropozän. Wunderbar. Auf der linken Seite, irgendwie ist bei der Übertragung meiner Präsentation ganz viel weggefallen. Wer hat denn das gemacht? Also, komisch. Also, das ist irgendein Fehler. Egal. Das Anthropozän, jetzt machen wir da zurück. Ja. Links sind die sozioökonomischen Trends, also insbesondere die Weltbevölkerung und dann die ganzen Konsumveränderungen. Und ihr habt alle gut genug Augen, um so einen kleinen, dünnen, senkrechten Strich zu sehen. Das ist das Jahr 1950. Also als ich ein Kind war, war noch leere Welt. Ja? Das ist mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit nach 1950 losgegangen. Aber irgendwie in der Zivilisation ist das nicht so richtig angekommen, dass es da so einen Riesenbruch gab. Und rechts dann die Antwort der Natur. Also Verlust von tropischen Wäldern und was es so alles gibt. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Aber zum Anthropozän gibt es noch einen makabren Messwert. Da habe ich mal von einem Zoologen gelernt. Also guckt euch das Gewicht der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere an. In drei Kategorien. Wir Menschen, lass liegen. Wir Menschen, unsere Schlachttiere hauptsächlich und ein paar Katzen und die Wildtiere. Und da seht ihr die Prozentsätze. Das heißt also, wir Menschen lassen den Wildtieren praktisch keinen Raum mehr. Das ist eine grausame Statistik. Weiß niemand. Naja, und IPBES ist sozusagen das analog zur IPCC. Die haben jetzt vor ein paar Wochen einen neuen Bericht vorgelegt
über das Artensterben, dass 1 Million Arten gefährdet oder schon ausgerottet sind. Und die Dynamik findet hauptsächlich in Entwicklungsländern statt. Also 1970 war diese thailändische Halbinsel noch eigentlich ganz gesund. 2000 schwere Schädigungen, das ist 2030, aber auch schon 2019 ist es schon ganz schlimm. Was geht da dramatisch alles kaputt? Die Natur, nicht die Ökonomie, Riesenwachstumsraten. Und das ist ja das Einzige, was nachher in den Zeitungen steht. Ja, und Klima. Also wieder, ihr habt da irgendeine Transformation mit meinen Bildern gemacht, ich weiß nicht, was das soll. Also ist egal, es geht immer weiter rauf, und zwar auch jetzt. Und ist Anders Wijkman schon da? Ich sehe ihn noch nicht. Er kommt dann nachher, das war der Co-Präsident des Club of Rome mit mir zusammen. Der sagte mir, schon wieder ein Waldbrand. Ich habe so alle paar Tage mit ihm telefoniert. Schon wieder ein großer Waldbrand. Und dann hat er mir vor einem Vierteljahr oder sowas gesagt, also hätte die Greta Thunberg aufgerufen zum Schülerstreik im Jahr 2017, hätte niemand zugehört. Und 2018 war es jedem Schweden bewusst, da ist eine Katastrophe eingetreten. In Deutschland ein bisschen auch, sehr viel weniger dramatisch. Aber die deutschen Schülerinnen und Schüler haben es auch gemerkt. Ja, und andernorts, Australien, die größte Jahrhundertdürre. Und in Indien haben Millionen von Leuten kein Trinkwasser mehr. Jetzt, im Juni 2019. Ja, und dann, die Lufterwärmung ist vergleichsweise noch harmlos. Die Weltmeere nehmen viel mehr Wärme auf. Ich habe mit Mojib darüber kurz geredet. Also ist die Bedrohung durch den Meeresspiegelanstieg sehr real. Und das ist mit Abstand die größte Bedrohung. Italien während der letzten Eiszeit war wesentlich größer als heute. Übrigens auch Deutschland und die Doggerbank war eine Insel. Und auf der Ostsee, was wir heute Ostsee nennen, da waren Inseln und da haben Leute gewohnt. Aber vor 2 Millionen Jahren, es ist auch wieder alles kaputt gegangen, ich weiß nicht warum, war Italien halb so groß wie heute. Ich habe das aus einem italienischen Schulatlas. Ja, und die Übergänge können plötzlich kommen. Vor 7700 Jahren war über dem Gebiet, was wir heute Labrador und die Hudson Bay nennen, eine Eismasse vom Volumen des Grönlandeises. Und ein paar Jahre später, vielleicht ein paar Wochen später, war es weg. Das ist nicht oben, von oben nach unten abgeschmolzen, das hätte 1000 Jahre gedauert. Es ist mechanisch instabil geworden und ins Meer gerutscht. Ja? Jetzt stellen wir uns mal vor, das Gleiche passiert mit dem Grönlandeis. Grönlandeis sitzt ja auch nur zu 3/4 auf Felsen und zu 1/4 über dem Ozean. Ja, stellt euch vor, das geht auch kaputt. Oder die westantarktische Eisplatte. Und sowas wie 1,3 Milliarden Menschen leben direkt am Meer. Die meisten davon in Asien. 800 Millionen. Dann haben wir ein Flüchtlingsproblem in der Größenordnung von 1 Milliarde. Und schon 2015, wo es 1 Million war, sind wir ja vollkommen verrückt geworden. Also es geht wirklich dramatisch, dass wir diese globale Erwärmung irgendwie zum Ende kriegen. Naja, dann waren wir alle ganz glücklich, dass wir in Paris auf Einladung von François Hollande zusammengekommen sind. Und dann haben die Klimadiplomaten im Einklang mit den Regierungen Verpflichtungen gemacht. Und dann kommen sie nach Hause und wie reagiert die Regierung? Sagen, ja, wir müssen dringend mehr fürs Klima tun. Aber macht euch nichts vor. Das wird wahnsinnig teuer. Da brauchen wir jetzt viel mehr Wachstum.
Ja? Das ist die normale Reaktion in allen Ländern der Welt. Vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, mit Ausnahme von Bhutan. Aber die sind inzwischen auch längst umgeschwenkt. Ist das die richtige Antwort? Nein, natürlich nicht. Es gibt eine stramme Korrelation zwischen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, von links nach rechts auf diesen 8 Bildern, und Treibhausgasemissionen pro Kopf. Ja? Also in anderen Worten, wir sind scheinbar halbwegs anständige Diagnoseärzte. Wir erkennen, die globale Erwärmung ist eine schwere Krankheit, aber als Therapieärzte sind wir komplette Versager. Systematisch schlagen wir Therapien vor, die die Krankheit schlimmer machen. Würdet ihr zu solchen Ärzten gehen? Ich hoffe nicht. Aber das ist die heutige Realität. Wenn das nicht eine philosophische Krise ist, dann möchte ich wissen, was. Naja, Wahrheit kann unbequem sein und Lügen bequem. Ich habe in Kalifornien gelebt, als Al Gore sein wunderbares Buch An Inconvenient Truth geschrieben hat. Er hat einen Film daraus gemacht, ich habe den da auch gesehen. Und da hat sich ein Karikaturist ausgedacht, da ist ein Kino, das bietet An Inconvenient Truth an und daneben A Reassuring Lie. Ja, und da gehen sie alle hin. Naja. Die Bevölkerungsvermehrung ist natürlich im Zentrum dessen, was wir zu beklagen haben und was die volle Welt vollgemacht hat. Und es geht immer noch weiter. Ich war Mitgründer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Frau Bär wollte eigentlich heute da sein, sie musste ganz kurzfristig absagen. Und das ist ungeheuer wichtig. Und da geht es natürlich immer um Mädchen- und Frauenbildung. Das ist auch vollkommen richtig. Aber das alleine genügt nicht. Man muss auch dafür sorgen, dass das, was wir seit Bismarck haben, nämlich eine vernünftige Altersversorgung, den jungen Familien eine Vorstellung davon gibt, dass wenn sie selber mal alt sind, nicht ihre eigenen Kinder für das Alter sorgen, sondern das Rentensystem. Das gibt es in den meisten afrikanischen Ländern nicht. Und deswegen ist Afrika der Kontinent, wo das Wachstum rasant weitergeht. Das wird sich von 1 Milliarde auf 4 Milliarden vervierfachen in diesem Jahrhundert, wenn man da nicht irgendwo etwas rein verändert. Wie, weiß ich auch noch nicht genau. Ja, auch bei Kohlekraftwerken ist die Dynamik natürlich in den Entwicklungsländern. Während wir in Deutschland mit viel politischer Mühe über Kohleausstieg reden, werden weltweit 1380 neue Kohlekraftwerke geplant oder gebaut. Ja? Also quantitativ, physikalisch gesehen, ist der deutsche Kohleausstieg vernachlässigbar. Das ist das eigentliche Problem. Aber das steht in Deutschland nirgends auf der Tagesordnung. Ich komme darauf zurück. Also Klimapolitik, die fast nur die Industrieländer betrifft, so sind ja die Klimakonferenzen, die Vertragsstaatenkonferenzen, ist weitestgehend sinnlos. Ich komme darauf nachher zurück. Aber jetzt zwischendurch mal was ganz anderes. Also, was ist dann zu tun? Und zwar nicht bloß für die SPD, sondern für uns alle. Also 6 Punkte, die ich ganz kurz anreiße. Strategisch und philosophisch nachdenken. Dann die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen, sage ich schon lange Zeit. Klimapolitik weltweit statt bloß national. Technische Effizienzrevolution, Technikfolgenabschätzung und Balance zwischen Innovation und Stabilisierung. Ja, so, weitergehen. Also strategisch und philosophisch nachdenken, der Club of Rome fordert ja nichts weniger als eine neue Aufklärung. Ich bin begeistert davon, dass die VDW und andere und Club of Rome sich dieses Thema Aufklärung 2 zu Herzen nehmen und entwickeln. Das ist eine Riesenaufgabe. Also die europäische Aufklärung im 18. Jahrhundert, es hat also die größten Geister benötigt und hat mindestens 40 Jahre gedauert. Also so schnell geht das nicht, aber man muss es ernsthaft machen. Zentral ist die Forderung von Recht statt Rechthaberei oder auch Balance und Stabilisierung.
Das ist, was wir brauchen. Und das heißt, wir brauchen ganzheitliche Systemtheorie. Das ist bisher in der Wissenschaft kaum vorhanden. Im Moment ist alles Pointillismus, also eine ganz kleine, damit kriegt man Peer-Review-Publikationen und eine akademische Karriere. Das ist grotesk, wissenschaftstheoretisch gesehen, aber so ist es. Also, wer Systemtheorie macht, kennt natürlich das Prinzip der Rückkopplung. Jedes organische System ist voll von Rückkopplungen, sind fast ausnahmslos negative Rückkopplungen. Das Wort negativ klingt so negativ. Aber es ist genau, was man braucht für die Stabilisierung. Also da haben wir einen Verstärker und einen Rückkoppler und dann eben negative Rückkopplung. Also wollen wir negative oder positive Rückkopplung? Ich sage eindeutig die negativen. Die positiven tendieren zu Katastrophenausschlägen. Und dann geht es wieder runter. Also das dauernde Verstärken, das gibt es sehr wohl, auch in der Natur. Aber es führt immer eine Katastrophe. Dagegen die negativen Rückkopplungen, die stabilisieren das System. Aber im amerikanischen Englisch heißt Rückkopplung Feedback. Und für die Amerikaner ist natürlich positiv immer das, was man will. Und negativ ist fürchterlich. Das ist immer ein Land, in dem Optimismus zur patriotischen Bürgerpflicht geworden ist. Aber systemtheoretisch ist das Quatsch. Ein System ohne negative Rückkopplung ist entweder leblos oder begeht Selbstmord. So hart drücke ich es jetzt mal aus. Wir brauchen dringend eine Systemtheorie, wo negative Rückkopplung eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht müssen wir einen anderen Ausdruck dafür erfinden, damit es nicht so negativ klingt. Also jeder Biologe weiß das, aber in der Ökonomie kommt das fundamentale Gesetz praktisch nie zur Geltung. In der Ökonomie haben wir Anreizsysteme, die systematisch nur die positive Rückkopplung stärken. Da sollen wir uns nicht wundern, dass das eine Art von Selbstmordprogramm wird. Und es muss ja immer alles disruptive sein. Also, Innovation genügt ja nicht mehr. Disruptive. Die Firma HP, Hewlett-Packard, die hat inzwischen einen Vice President and Chief Disruptor. Und wir sind wahnsinnig stolz darauf. Das ist verrückt, mental verrückt. Na gut, also so viel ganz kurz zur Philosophie, ganz kurz. Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Ich habe im Jahr 1990 mal formuliert, der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er den Preisen nicht erlaubt hat, die ökonomische Wahrheit zu sagen. Aber der Kapitalismus wird zusammenbrechen, wenn er den Preisen nicht erlaubt, die ökologische Wahrheit zu sagen. Natürlich braucht man die nicht auf die Stellen hinterm Komma zu quantifizieren. Es geht da eher um eine Richtungsgeschichte. Und da kommt natürlich die CO2-Steuer ins Spiel. Man kann sie sozialverträglich und industrieverträglich gestalten. Das ist ja ein großes Thema. Übrigens bin ich sehr froh, dass sogar der BDI da inzwischen mit dahinter ist. Klimapolitik weltweit statt bloß national, das ist der Budgetansatz. Maya, das ist der WBGU, hat das vor 10 Jahren formuliert für Frau Dr. Merkel, für den Klimagipfel in Kopenhagen. Aber als sie das vorgetragen hat, haben die Amerikaner und die Russen und so sofort gesagt, nee, nicht mit uns. Und dann hat sie sich wieder zurückgezogen. Also die Idee ist folgende. Jedes Land soll ein pro Kopf gleich großes Anrecht auf Nutzung, das heißt Verschmutzung der Atmosphäre haben. Aber die alten Industrieländer, das ist hier rot, haben dieses Budget im Wesentlichen schon aufgefressen. Und wenn man keinen treibhausgasrechte Handel erlaubt, das ist die gestrichelte Linie, dann ist im Jahr 2024 Sense bei uns. Dann haben wir in Deutschland 0 Emissionsrechte. Und dann sagt der WBGU, na ja, machen wir eben Handel. Die Entwicklungsländer, das ist grün, die haben noch eine ganze Menge übrig. Und die sollen uns dann was verkaufen, das wird relativ teuer. Dann geht das übrigens auch mit dem deutschen Kohleausstieg ein bisschen schneller, aber egal. Und das würde zu der Situation führen, dass es in den Entwicklungsländern zum ersten Mal in der Geschichte lukrativ wird, auf den Kohleausbau zu verzichten.
und stattdessen den Übergang zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu beschleunigen und die dadurch frei werdenden Lizenzen an die blöden Deutschen zu verkaufen. Es wäre wunderbar für echten Klimaschutz, viel, viel wirksamer als das, was wir mit unserem wunderbaren Kohleausstieg machen. Das müssen wir initiieren. Dann würden die Klimakonferenzen auf einmal richtig Sinn machen. Natürlich würden die USA und Russland und noch ein paar andere nicht mitmachen erstmal, aber die EU minus Polen und Japan und Kanada könnten einfach schon mal als Pioniere anfangen. Man muss es natürlich so machen, dass es keine nennenswerte Industriewanderung und keine Kapitalvernichtung gibt. Die Pioniere würden, wenn wir es gescheit machen, die Gewinner sein, so wie Japan in den 70er Jahren, das war die Ölkrise, da haben die plötzlich realisiert, wir haben kein Öl, keine Kohle, kein Gas. Was machen wir jetzt? Na gut, haben sie zu viele Atomkraftwerke gebaut. Aber vor allem haben sie die Energiepreise in den Himmel laufen lassen. Und da hat die Keidan Ren, der Industrieverband, gesagt, furchtbar, das ist das Ende der japanischen Industrie. Das sagen die immer. Das ist ein Automatismus. Aber es ist falsch. Die Japaner haben in der Industrie einen gigantischen Aufschwung erlebt. Er war der Liebling der Börsen der Welt. Ich habe mir mal sagen lassen von meinem Schulfreund Volker Streib, der war Leiter der deutsch-japanischen Industrie- und Handelskammer, dass im Jahr 1988 der berechnete Grundstückswert der kaiserlichen Gärten von Japan so hoch war wie der berechnete Grundstückswert von ganz Kalifornien. Stellt sich das mal vor. Die waren so wahnsinnig erfolgreich. Dass sie dann nachher in die Stagnation geraten ist, liegt genau daran, dass irgendwann nach 1990 die internationalen Investoren dachten, also 20 Quadratmeter Tokio zu besitzen, ist weniger witzig als 20 Quadratkilometer Ungarn. Und dann haben sie also da die, es war dann eben Fall Assets. Gut. Das ist aber in den Köpfen der heutigen Wirtschaftspolitik noch nicht drin, dass man sowas machen kann. Man muss sehr sorgfältig mit dem Rahmen sein. Die Japaner haben es geschafft, zwischen Wirtschaft und Staat eine richtige synergistische Kooperation hinzukriegen. Gut. Technische Effizienzrevolution ist natürlich das, womit ich mich ein Vierteljahrhundert in meinem Leben beschäftigt habe, auch am Wuppertal-Institut. Das ist ohne weiteres machbar. Und also da ist wieder was weggefallen. Ich weiß nicht, was habt ihr da gemacht mit der? Meine Datei war lupenrein. und auch, egal. Gut, die Effizienzrevolution muss sein. Ist Gunther Pauli noch da? Ah, Gunther, hallo. Hier, Propaganda für deine Arbeiten. The Blue Economy. Er macht das insbesondere für Entwicklungsländer. Das ist ganz fantastisch. Also 200 verschiedene Beispiele. Das hier Bild ist ein bisschen veraltet. Inzwischen bist du ja viel weiter. Auch in Berlin machst du ja einiges. Das ist fantastisch. Also, wir brauchen auf jeden Fall Kaskadenwirtschaft, so, dass es den Leuten nützt und da kriegt man also Millionen von neuen Jobs und viele Milliarden von Investitionen. Also du machst das großartig, fantastisch und ist ja auch Mitglied im Club of Rome. Und dann unsere Arbeiten Faktor 4 und dann Faktor 5, das ist ja auch ein Club of Rome Bericht und da ist das Wuppertal-Institut ja auch spitze. Und eins von 100 Beispielen, die Passivhäuser, ist Wolfgang Feist da? Da bist du. Also, der hat das da entwickelt mit seinem Team in Darmstadt vor 30 Jahren so ungefähr. Weiß nicht genau, jedenfalls. Ist fantastisch, meine Familie und ich leben in so einem Passivhaus. Es ist wunderbar, wir haben praktisch keine Heizkosten mehr. Und wunderbare Luft durch Wärmeaustausch und Belüftung. Also das geht. Das ist eins von 100 Beispielen, wie eine Verfünffachung praktiziert werden kann. Franz Josef Radermacher, auch beim Club of Rome, hat jetzt eine neue Idee, klimaneutrale Verbrennungsmotoren. Kann denn das gehen? Da denkt man, das ist doch absurd. Nein, ist nicht absurd. Nämlich Power to Gas und CO2 Recycling. Da rechts ist das Symbol, die Sonne macht Wasserstoff und
verbrauchtes CO2 wird mit Wasserstoff zusammengebracht. Chemisch gesehen ist das Methanol. Und das Methanol kann man dann in den Autos verbrennen, wie Benzin. Ist auch ein bisschen giftig, aber Benzin ist auch giftig. Also ich sage nicht, dass es problemlos geht, aber es geht. Hallo Anders. wobei ich vom Wuppertal-Institut ja auch gelernt habe, Uwe, du hast die Korrespondenz gesehen, dass es natürlich auch noch ganz andere Lösungen gibt. Ich sage nur, die Idee von Franz Josef Wadermacher ist, dass man doch nicht die Infrastruktur der Verbrennungswirtschaft auf null entwerten muss. Das würde also Billionen Euros kosten, vernichtetes Kapital. Das kann man vermeiden, wenn man Brennstoffe klimaneutral herstellt. Nicht ganz einfach. Ökonomisch laufen die meisten Entkopplungstechnologien nur, wenn der Naturverbrauch teurer wird. Die Märkte schaffen das nicht. Hier sind 200 Jahre Weltwirtschaft. Energie und Rohstoffe werden immer billiger. Also müssen wir politisch dafür sorgen, dass die Preise halbwegs die ökologische Wahrheit sagen. Also CO2 und Rohstoffpreise laufend parallel zu den Effizienzgewinnen anheben. Das kann man und muss man sozialverträglich und industrieverträglich machen. Wenn man das macht, ist das für die Investoren der Himmel auf Erden. Dann kann es nämlich vernünftig prognostiziert werden. Ich soll aufhören, ja? Gut, hast ja recht. Technikfolgenabschätzung ist wahnsinnig wichtig und Kritik an diesem Disruptive Hype. Es gibt immer wieder faszinierende neue Technologien, aber immer enthalten sie Gefahren, manchmal tödliche. Der amerikanische Hype ignoriert diese Gefahren und die Technikfolgenabschätzung ist das Mittel der Wahl. Also Technikfolgenabschätzung ist ungeheuer wichtig. Also besonders brisant, das ist ja vorhin erwähnt worden, ist Gene Drive, mit dem man theoretisch ganze Tierarten ausrotten kann. Und rein biologisch, theoretisch Menschen. Ja? Aber die dazugehörige Lobby versucht, jegliche rechtliche Einschränkung oder Folgenabschätzung zu verhindern. Das ist so etwas von Skandal. Und dann Balance zwischen Innovation und Stabilisierung, eben Fridays for Stabilization. Menschheit und Natur sind ja nicht nur durch die Klimaerwärmung in Gefahr. Die aberwitzige Beschleunigung der Wirtschaftsprozesse, habe ich ja vorhin gezeigt, ruft eine große Gefahr der Destabilisierung auf den Plan. Es wird viel Zeit kosten, bis sich dieser Denkfehler, Systemfehler der Geschwindigkeitsprämien und der Verhinderung von negativer Rückkopplung in unserer Zivilisation herumspricht. Die heutige Ökonomielobby ist da dagegen, dass man das macht. Dann aber, wenn das soweit ist, dann bekommen wir hoffentlich eine Fridays for Stabilization Bewegung, wenn sich das in der Zivilisation ausbreitet. Also, wäre das nicht was für unsere heutigen Veranstalter, VDW, Deutsche Gesellschaft Körperform und das Wuppertal-Institut und für uns alle? Vielen Dank.